Das ist Rudi Rundlich. Er ist gerade 61 geworden. Das wäre kein Grund zum Seufzen, wenn da nicht der Arztbesuch gewesen wäre. Genauer gesagt war es Rudis Ärztin, die ihm das Ergebnis eines Rundumchecks verkündete. Grüezi wohl! Es war ein Schock. Die Diagnose sagte klipp und klar: zu viel Cholesterin, Übergewicht und Stress. Rudi, du bist Kandidat für einen Herzinfarkt. Da gibt es nur eins: Rudi muss fit werden. Rudi fasst den Entschluss, dreimal in der Woche zu trainieren. Das nimmt Rudi gleich mit eisernem Willen in Angriff. Sport war für ihn schon immer eine Quälerei. Aber als Geschäftsführer seines Unternehmens für Biegetechnik will er keine Schwäche zeigen. Auf Biegen und Brechen. Spaß macht das nicht. Schnelle Erfolge sind auch nicht zu erwarten. Der Kampf zwischen Phlegma und Fitness bleibt wochenlang unentschieden. Klarer Verlierer, Rudis gute Laune. Er stellt fest, dass ihm immer öfter etwas dazwischenkommt beim Sport. Eigentlich ist er darüber froh, aber sein schlechtes Gewissen plagt ihn ganz unheimlich. Die Zeit vergeht, er kommt mit seinen guten Vorsätzen nicht voran. Als gäbe es zwei Rudis. Einen, der fit werden möchte, einen, der nicht aus seiner Bequemlichkeit herausfindet. Zwischen beiden liegt ein Fluss. Das Ufer der Fitness ist, scheint für den dicken Rudi unerreichbar. Jedenfalls nicht durch gute Vorsätze, wie dreimal wöchentlich Sport, die nur mit Unbehagen zu befolgen sind. Der Fluss ist der Ort der Entscheidung. Wie einst beim römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar, genau wie er, muss Rudi hinüber, über den Rubikon. Stichwort Rubikon. Die Psychologen Gollwitzer und Heckhausen gaben einem Ablaufschema menschlichen Verhaltens den Namen Rubikon-Modell. Das Rubikon-Modell wurde von Meyer Storch und Frank Krause zum Rubikon-Prozess erweitert. Er führt vom Wunsch zur Handlung. Rubikon erinnert an die historische Entscheidung von Gaius Julius Caesar, den oberitalienischen Fluss Rubikon zu überqueren und Rom anzugreifen. Vor diesem wichtigen Schritt liegen nach dem psychologischen Ablaufschema zwei Phasen. Rudi hat schon die zweite erreicht. Er hat ein bewusstes Motiv, nämlich fit zu werden. Um über den Rubikon zu einer dauerhaften Intention zu kommen, braucht er eine Einstellung, ein Haltungsziel, mit dem er sich wohlfühlen kann. Du musst Sport treiben, ist nichts zum Wohlfühlen. Aber ich gönne mir Auslauf, hilft Rudi über die Barriere. Rudi zwingt sich nicht mehr zum Sport. Er gönnt sich Auslauf. Immer ein bisschen mehr. Er wird kein Schwarzenegger, aber ein Rudi, der sich wohlfühlt beim Laufen. Die Lehrerin Fiona Freundlich hat den Gang über den Rubikon noch vor sich. Sie hat überhaupt immer etwas vor sich, nur so gut wie nie eine freie Minute. Für ihre Schulkinder will sie die Beste sein. Sie ist es seit 22 Jahren und das will sie auch für ihre Familie. Also folgt auf die Schule gleich das nächste Programm und bei der Fahrt plant sie meist schon das übernächste. Wenn es irgend geht, möchte sie für ihre pflegebedürftige Mutter da sein. Deshalb schiebt sie gern den Rollstuhl durch den Park und freut sich, dass ihrer Mama die persönliche Zuwendung sichtlich gut tut. Und beim Spaziergang hinterm Rollstuhl läuft im Kopf schon der nächste Film. Manchmal sind ein paar Minuten unter der Dusche die letzte Zuflucht. Ein Augenblick, den Fiona ganz für sich alleine hat. Leider zu kurz. Wenn alle zufrieden sind, ist Fiona es auch. Sie weiß sich geliebt und geachtet. Deshalb kann sie schwer Nein sagen und das wird immer mehr zum Problem. Sie hat einfach zu viel um die Ohren. Alle lieben Fiona. Da wird jedes Nein zum Problem. Nachts türmen sich dann die vielen Ja's, die sie am Tag gegeben hat, zu immer mehr und mehr Plänen und Aufgaben, zu schweren Gedanken.
Der Schlaf bleibt aus, der Wecker nicht. Fiona ist ein schwieriger Fall. Anders als Rudi hat sie zwar durchaus ein bewusstes Motiv. Sie möchte mehr Zeit für sich selbst, möchte sich wieder einmal ganz abgrenzen. Sie hat aber auch ein unbewusstes Bedürfnis, das nach dem Rubicon-Modell sogar dem bewussten Motiv vorausläuft. Das Bedürfnis, geliebt zu werden. Dieses unbewusste Bedürfnis steht im Widerspruch zum Motiv, sich abzugrenzen. Und der Konflikt zwischen beiden Strebungen ist leider ebenfalls unbewusst. Wie kommt Fiona aus einer solchen Zwickmühle heraus? Mit dem ZRM-Verfahren findet Fiona ein Haltungsziel, das ihr ganz praktisch über den Rubicon hilft. Sie sucht sich nämlich ein für sie sympathisches und verlässliches Symbol, eine Katze. Die Katze zeigt, wenn sie Liebe und Zuwendung sucht, sie schmust und schnurrt, sie geht aber auch einfach ihrer Wege. Trotzdem mögen alle die Katze. Fiona lebt nach ihrem ZRM-Training immer wieder einmal ihre Katzennatur. Sie lässt ihrem Körper Zeit und Raum fürs Wohlfühlen. Die Geschäftigkeit der Welt lässt sie vorüberziehen. Mittendrin und immer unterwegs sind Laura Lieblich und Ludwig Leise, ein Architekten-Ehepaar. Ihre Entwürfe haben etliche Preise errungen, ihre Bauten sind landesweit geschätzt. Trotz der Erfolge macht ihnen der Rummel zu schaffen, der sich mit großen Aufträgen verbindet. Diesmal sind sie zu einer Eröffnung eingeladen. Oje, oje. Lärmige Gesellschaften aber und öffentliche Auftritte sind ihnen verhasst. Sie sind gern zu zweit, nur nicht im Scheinwerferkegel. Für sie sind Blitzlichter die Schattenseite des Erfolges. Inmitten der Aufmerksamkeit zu stehen, macht sie unsicher. Aber ohne Wirbel geht es nicht. Wenn sie sich im Markt behaupten wollen, heißt es, sich präsentieren können. Davor haben sie bisweilen richtig Angst. Wenn beide an Sommerabenden dem Gesang eines Vogels lauschen, sind sie ein bisschen neidisch, mit welcher natürlichen Dreistigkeit sich so ein kleiner Hahn produziert. Kein Rhetorikseminar verhilft zu dieser Art Selbstbewusstsein. So viel ist ihnen klar. Um souverän zu agieren, bräuchten sie ein sehr, sehr gutes Körpergefühl, auf das sie sich jederzeit verlassen können. Nicht nur, wenn sie alleine sind. Laura und Ludwig haben den Sprung über den Rubicon schon geschafft. Sie haben keine Konflikte zwischen Bedürfnissen und Motiven. Sie haben sogar schon eine Intention. Gar zu gern treten sie so selbstbewusst und unbedenklich auf, wie der kleine Vogel in ihrem Garten. Eigentlich gar kein Problem mehr, dem Vogel ein Haltungsziel abzugucken. Ich zeige, was ich kann. Das wird Ludwig weiterhelfen. Und ich singe frei wie ein Vogel. Das nimmt sich Laura vor. Damit aus den Intentionen Handlung werden kann, vertrauen Sie sich der präaktionalen Vorbereitung des ZRM an. Dabei üben Sie sich in natürlicher körperlicher Ausdruckskraft, fast wie ein Vogel. Embodiment heißt dieser Prozess. Das ZRM hat ihn als persönliches Erleben ohne Vorgaben und Beeinflussung durch Trainer und Coaches angelegt. Deshalb ist er dauerhaft. Jeder kann ihn sich jederzeit wieder selbst organisieren, wenn er in die alten Problemlagen zurückrutscht. Selbst organisieren. Darauf legen wir größten Wert. Und darauf, dass das so einfach und zwanglos möglich ist, wie das Singen für einen Vogel oder das Schnurren für eine Katze. Sie finden bei uns selbst heraus, welcher Weg für Sie der richtige ist. Das Zürcher Ressourcenmodell hilft Ihnen dabei mit neu entwickelten und wissenschaftlich fundierten Techniken.